Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute ist der 15.12. und das heißt für mich, heute habe ich den Auftritt im Fitnessstudio und ich dachte mir, obwohl es jetzt schon, wie viel haben wir denn? Ja, 20 nach 6 ist und ich muss um 7 da sein, dachte ich mir, ich mache jetzt noch kurz das Video bzw. die Anmoderation und zeige euch mal, was ich so mitnehme und wie ich mich vorbereitet habe. Der Controller ist jetzt noch nicht eingepackt, den werde ich jetzt gleich noch hier in der Verpackung einpacken. Ja, ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass es für meinen Controller bzw. für die Pioneer Controller so eine Art Tasche gibt. Aber ich habe die natürlich noch nicht, deswegen muss ich den in diese, in diesen Karton wieder einpacken. Dann habe ich mitgenommen, ganz wichtig, ich hoffe, das passt jetzt auch hier mit der Belichtung ein bisschen, meine Kopfhörer, die habe ich hier in dieser kleinen Tasche mit drin. Das Ganze ist hier in meinem, ja eigentlich Fotorucksack, also für meine Kamera, aber ich habe jetzt mal das Equip von der Kamera rausgetan und habe jetzt einfach hier mal meine Kopfhörer und das Stromkabel für den Controller reingepackt. Dazu habe ich mir noch so eine kleine USB-Tasche damals gekauft. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. So, und zwar ist das hier meine kleine USB-Tasche. Hoppala, so jetzt hat. Hier habe ich jetzt nur einen USB-Stick reingepackt. Ich habe zwar noch einen zweiten, für falls der mal irgendwie nicht funktionieren sollte oder so, nehme ich eigentlich immer einen zweiten mit. Aber heute geht der Gig eigentlich nur, ich denke mal, 3 Stunden. Das heißt, es ist so Disco-Pumpen von 7, offiziell von 8 bis, ich denke mal, bis um 11 oder so. Genau, also wie gesagt, Tasche habe ich am Start mit Kabel und Kopfhörern. Ja, dazu tue ich noch diese USB-Tasche mit rein. Der Controller wird in den Karton wieder eingepackt. Ist zwar ein bisschen scheiße zum Transportieren, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Kabel für Boxen und sowas haben die alles vor Ort. Da hatte ich ja letztens den Soundcheck. Wer das mal genauer sehen will, wie das abgelaufen ist, beziehungsweise ich habe dazu einen Mix aufgenommen, checkt gerne unten mal in der Videobeschreibung einen Link von mir ab, beziehungsweise den Link für das Video zu diesem Fitnessstudio. So. Ja, und sonst habe ich eigentlich alles, mehr brauche ich nicht. Stativ muss ich heute nicht mitnehmen, weil ich mache ja heute keinen Live-Mix oder ich nehme heute nichts auf, sondern ja, ich begleite heute einfach nur die Leute, die heute trainieren wollen, bis 10, 11, 12 Uhr sowas. Und dann werde ich mich wieder auf dem Heimweg begeben und dann würde ich sagen, ich düse jetzt los, ich packe jetzt alles noch zusammen und werde mich dann morgen nochmal bei euch melden und da gebe ich euch nochmal so ein Fazit, wie das Ganze so war, wie das alles so abgelaufen ist und ob das alles so nach Plan gelaufen ist. Weil meistens, wenn man irgendwas plant oder irgendwas, wie soll ich sagen, ja, oder irgendwas sich vorstellt, wie das ablaufen soll, ist es genau dann in dem Moment komplett anders. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich morgen wieder, also für euch gleich wieder. Und genau, wünscht mir Glück, bis dann, ciao. 2000 Jahre später. Ja Leute, ich bin wieder zurück in meinem schönen Bett. Ich bin komplett am Ende und ich bin jetzt gerade vor 5 Minuten nach Hause gekommen. Ich bin mega tot, mega müde. Obwohl wir gerade mal 10 vor 12 haben, ist es eigentlich noch gar nicht so spät. Aber ich bin jetzt froh, wenn ich eine Runde pennen kann. Und ja, ich wollte euch nur kurz sagen, es war mega lustig, es war mega cool. Und es ist, nicht was passiert, sondern es ist anders gelaufen, als ich mir das erhofft habe. Beziehungsweise, ich will gar nicht zu viel erzählen. Ich erzähle euch das einfach morgen, wenn ich ausgeschlafen habe. Und ich gehe jetzt pennen. Gute Nacht, Leute. Ciao. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Yo Leute, ich bin endlich wach, beziehungsweise es ist eigentlich schon wieder abends. Aber ich wollte den Vlog noch fertig machen. Und zwar wollte ich euch jetzt noch erzählen, wie das Ganze so war für mich gestern. Also der Auftritt, wie das alles so abgelaufen ist. Und was alles so passiert ist, denn ein, zwei Sachen sind passiert, die hätte ich jetzt nicht so mir vorstellen können oder vorgestellt. Aber bevor ich dazu komme, dachte ich mir, ich zeige euch mal, wie ich denn angefangen habe, beziehungsweise ja, mit was ich gestartet habe, weil ich nicht einfach nur aufgelegt habe, sondern wie soll ich sagen, ich habe da so eine kleine Rotation, die ich eigentlich immer hernehme, wenn ich irgendwo auflege, weil ich kann ja nicht, wenn ich einen Gig habe oder einen Auftritt habe, kann ich ja nicht gleich Vollgas geben, sondern ich will ja erstmal hier erstmal Stimmung reinbringen und dann irgendwann, wenn ich weiß oder wenn ich merke, hey, es sind genug Leute da und die Leute haben jetzt Bock, dass man richtig startet, dann gebe ich auch Vollgas. Aber dazu zeige ich euch jetzt immer ein paar Ausschnitte, wie ich denn angefangen habe
Und zwar Nummer 1. Ich bin ganz normal um, was war es, 19, 19.30 Uhr bin ich hingefahren, habe da mein Equip langsam aufgebaut, weil offiziell ging das ja um 20 Uhr los. Genau, 20 bis Open End. Es ging bis halb 12. Und ich habe einfach so angefangen, also Equip habe ich aufgebaut, Boxen angeschlossen an meinen Controller. Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, wie ich die angeschlossen habe, also zweimal XLR und zweimal Cinch-Kabel. Genau, dann hat der Veranstalter, also der das Fitnessstudio leitet, sage ich mal, hat zu mir dann gesagt, so hey, jetzt kannst du langsam anfangen. Dann habe ich eine Playlist, beziehungsweise ich habe ja auf meinem USB-Stick mehrere Playlists, und zwar angefangen vom Warm-Up bis zu Melbourne Bounce, bis zu Future House, bis zu Trap, Bass House und. Also ich habe von jeder Musikrichtung irgendwas auf meinem USB-Stick. Und ich habe angefangen mit Warm-Up, das sagt es ja schon, also ich will die Leute dazu ein bisschen bewegen, dass sie ja gute Musik bekommen und gute Musik haben. Da war ja das Thema Disco-Pumpen, also die Leute konnten, obwohl sie nicht angemeldet sind im Fitnessstudio, kostenlos an dem Abend trainieren, also ab 20 Uhr, ja beziehungsweise eigentlich schon ab 19.30 Uhr. Und genau, und ich habe halt dann einfach mit der Musik gestartet, also Playlist Warm-Up bei mir abgespielt. Und zwar gebe ich euch auch einen Tipp an euch, das heißt, wenn ihr irgendwo mal auflegen solltet, sagen wir mal im Club oder auf einer Geburtstagsparty oder bei Freunden, macht euch so eine Playlist, weil das ganz schön wichtig ist, also habe ich jetzt festgestellt. Und zwar, ich suche mir entweder eine, ja wie soll ich sagen, einen Mix schon aus, der fertig ist, der geht dann so eine Stunde, sage ich mal, muss jetzt nicht direkt von euch selber sein, sondern auch von anderen Künstlern. Und ich habe halt einen Mix genommen, der ging jetzt 45 Minuten, das heißt, ich habe jetzt 45 Minuten Zeit, mich ein bisschen vorzubereiten, um mir ein bisschen ja den Kopf zu machen, was für eine Altersgruppe ist hier, was kann ich abspielen, was kann ich nicht abspielen, obwohl ich ja eigentlich immer gesagt habe, ich spiele das ab, was mir gefällt, aber ja, ich schaue dann trotzdem immer ein bisschen, was für Leute sind hier. Und also im Club ist das wieder ganz was anders, weil im Club soll man ja voll richtig schön auf die Kacke hauen. Ja, im Fitnessstudio war das jetzt ein bisschen was anders, weil ja, es waren auch ältere Generationen dabei, das heißt ab 40 aufwärts. Und auch so in meinem Alter, also über 20, unter 20 waren sogar auch schon welche da. Ja, ich habe angefangen mit Future House, beziehungsweise Future House und ein bisschen Deep House. So habe ich halt gemerkt, ah, die Leute fangen jetzt langsam an zu trainieren, die haben Bock. Und ich habe auch mit der Lautstärke erst am Anfang ein bisschen leiser gemacht. Das heißt, ich war ungefähr bei der Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt, dass die Leute halt einfach dieses Feeling bekommen. Genau, nach der Dreiviertelstunde haben wir dann auch die Lichter ausgemacht. Ja, und der Veranstalter hat halt auch in dem Fitnessstudio ein bisschen dekoriert. Das heißt, einfach ein bisschen schöner gemacht, dass es halt richtig was mit Disco zu tun hat in dem Sinne. Genau, dann hat er das Licht dann ungefähr, ja, sagen wir mal eine halbe Stunde, also 20.30 Uhr war es dann, hat dann das Licht ausgemacht. Und dann habe ich gewusst, so, jetzt kann ich richtig starten. Und dann habe ich halt angefangen mit ja, Melbourne Bounce, das, was ich am liebsten höre und ja auch produziere. Aber noch nicht so krasses Melbourne Bounce, sondern erstmal so, wie soll ich sagen, so Mainstream-Songs, wie was halt im Radio läuft, die wo halt geremixed sind, aber noch nicht so richtig hart. Weil, ihr wisst ja von meinem letzten Video, mein Lieblingskünstler ist ja Will Sparks. Und das ist schon hart an der Grenze von Melbourne Bounce. Das geht auch schon ja eher die Richtung Psydelic und Goa. Also ja, ist halt ein bisschen so gemischt. Aber ich habe halt am Anfang ein bisschen ja, ruhiger gemacht noch. Und dann irgendwann so, was war es? Ja, 21.30 Uhr ungefähr, habe ich dann richtig angefangen, richtig schön das Volumen auf Maximum zu stellen. Habe auch dann an dem Audioverstärker, also wo mein Controller bzw. auch die Boxen angeschlossen waren, auch nochmal ein bisschen das Volumen und den Bass geregelt, weil ich bin dann ab und zu mal durchgegangen durch das Fitnessstudio und habe mir die Boxen nochmal so selber angehört, ob das alles so passt, ob der Bass richtig sitzt, ob die Höhen in Ordnung sind. Das einzige Problem war nur, es war eindeutig zu viel Hall, aber das lag nicht an meiner Musik, es lag auch nicht an den Boxen, sondern es lag an dem Raum, weil ihr wisst ja, wie groß ein Fitnessstudio ist. Es sind zwar viele Geräte drin gestanden, ist ja normal in dem Fitnessstudio, wo ich dann Tracks angemacht habe mit viel Bass, habe ich halt einfach gemerkt, es hallt zu viel und das hat man zum Beispiel in dem Club nicht. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, das Coole dann, ungefähr so 22 Uhr kamen dann immer mehr Leute. Da dachte ich mir so, okay, was ist jetzt los? Also da kam nochmal so ein ganzer Schwung rein und haben dann auch mittrainiert. Auch die ältere Generation fand das geil, weil es ja meine Veranstaltung ist, was im Fitnessstudio sehr, sehr selten ist. Ja, die haben dann einfach trainiert, haben geile Musik gehört. Das Coole war, viele waren am Anfang noch mit Kopfhörern.
wo ich dann gesehen habe, dass sie die Kopfhörer rausgetan haben, war das für mich so ein Zeichen, hey, Luis, du machst coole Musik, denen gefällt das. Deswegen habe ich halt auch einfach weiter mit der Schiene gemacht, das heißt weiter Melbourne Bounce, ab und zu mal wieder ein bisschen Future House, das heißt immer so, ja, ein ständiger Wechsel, dass sie nicht immer voll in die Fresse haben, sondern auch mal ein bisschen gechilltere Musik, das heißt, wenn die gerade mit irgendeinem Satz, also im Trainingssatz fertig sind, dass sie wieder ein bisschen sich ausruhen können und so weiter. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ja, ich wollte euch eigentlich nur mal kurz zum Fazit erzählen, wie das jetzt so abgelaufen ist. Ja, was ich noch sagen will, es kam dann eine Frau zu mir, die meinte so, hey, hast du eine Visitenkarte? Und ich so, Visitenkarte? Dann sagt sie so, ja, weil ich habe eine Firma oder beziehungsweise sie arbeitet einer Firma und die haben auch regelmäßig im Jahr, ich glaube 2-3 Mal im Jahr, so eine Art kleines Festival beziehungsweise so ein kleines Event und ihr gefällt die Musik, was ich auflege. Und da habe ich gesagt so, coole Frau. Nee, aber sie hat dann gemeint so, ob sie mich da buchen könnte. Und ich dachte mir so, alles klar, auch geil. Und da hat sie gesagt so, ja, sie schreibt mir dann an. Und das ist nämlich das Coole, wenn ihr auch an solchen Veranstaltungen mitmacht oder auflegt, weil so knüpft ihr dann wieder andere Kunden, sage ich mal, und wieder neue Aufträge, neues Geld auch in dem Sinne wieder, was ihr damit verdienen könnt. Und das ist einfach das Ding, warum ich das überhaupt mache. Das heißt, im Fitnessstudio habe ich ja wie gesagt noch nie aufgelegt und ich dachte mir so, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Abgesehen jetzt vom Geld, aber da komme ich auch nochmal gleich dazu. Aber ich habe einfach gesagt so, hey, mach's doch einfach, weil den Veranstalter bzw. der im Fitnessstudio arbeitet, den kenne ich privat auch und ist ein korrekter Typ. Und der hat mich halt einfach gefragt so, bevor sie jetzt das Handy anschließen müssen, ob ich den Bock habe aufzulegen. Und ich habe halt einfach gesagt so, hey, ja klar, kann ich machen. Hat mir auch mega Spaß gemacht, es war echt cool. Ich habe so viele Leute gesehen, die ich seit ewiger Zeit nicht mehr gesehen habe. Ja, das war eigentlich ziemlich cool. Aber ein Problem gab es dazu. Es geht um das Thema Geld. Eigentlich redet man ja gar nicht drüber. Ich sage euch jetzt aber auch nicht, wie viel ich damit jetzt verdient habe. Aber Leute, ich gebe euch den Tipp. Wenn ihr sowas annehmt, auch wenn es ein Freund ist oder Bekannte oder Verwandte, ja gut, bei Verwandten ist wieder was anders. Wenn ihr für sowas gebucht werdet, Leute, ja, klärt es am Anfang schon, was ihr verdient bzw. was ihr für Vorstellungen habt. Und sagt ihm auch gleich, entweder machen das gleich Vorauszahlung oder direkt nach dem Gig. Weil ich hatte halt jetzt das Problem, es ging wieder hin und her. Und ja, und das wollte ich eigentlich vermeiden, aber er hat jetzt trotzdem gezahlt bzw. mir ein bisschen was gegeben. Ich habe auch ihm gesagt, ich will nicht viel. Ich verlange eigentlich immer so, so viel, wie er mir zahlen will oder der Veranstalter. Gut, in Clubs ist das wie gesagt was anders, aber bei so einer Privatveranstaltung sage ich immer, gib mir so viel, wie du gedacht hast oder wie es dir gefallen hat. Und es kam halt richtig viel gutes Feedback rüber. Und jetzt hat er auch zu mir gesagt, ob ich dann nächstes Jahr, machen sie jetzt öfter so Veranstaltungen, ob ich da Bock habe, wieder aufzulegen. Aber ich überlege es mir jetzt nochmal. Wie gesagt, da ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit dahin. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Fazit geben. Mein Controller habe ich schon wieder aufgebaut, denn ich muss jetzt noch einen Mix aufnehmen für meinen anderen Channel. Genau, das wollte ich euch mitteilen. Wenn es euch gefallen hat und informationsreich war, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Leute, wir gehen langsam auf die 200 Abonnenten zu. Und das heißt, ab 200 Abonnenten schenke ich euch wieder ein Sample Pack. Ich melde mich ab. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.